Ich hoffe, wir können gestärkt diesen zweiten Impuls zum Geheimnis der personalen Individualität bei Edith Stein hören. Personale Individualität, das ist so ein Ausdruck, der eben diese Einzigartigkeit der menschlichen Person bezeichnen soll. Und ich möchte von Erlebnissen ausgehen, die wir vielleicht gehabt haben, wenn wir zum Beispiel bei einer Generalaudienz des Papstes am Mittwoch in Rom schon teilgenommen haben, auf dem Petersplatz. Vielleicht haben wir schon ein Defilé von Soldaten gesehen oder auch bei einer Karmeliterinnengemeinschaft im Sprechzimmer. Da hat man zuerst einfach das Gefühl, dass einfach Menschen, Personen da sind und man kann die Personen untereinander gar nicht unterscheiden. Es ist fast eine Masse. Und erst wenn man mehr herantritt, also wenn man zum Beispiel mit den Schwestern spricht im Sprechzimmer oder wenn man dann zum Beispiel für eine Mutter den eigenen Sohn unter den Soldaten sieht, dann geht es eben nicht mehr um die Masse, sondern es sind da Personen, und zwar Personen, die man kennt. Zuerst nimmt man vielleicht die körperlichen Unterschiede wahr, groß und klein, dick und dünn. Wir sehen vielleicht auch Freude, ein fröhliches Gesicht oder ein eher trauriges Gesicht. Und diese äußerlichen Unterschiede helfen uns dann meistens auch, auf innere Unterschiede zu schließen. Wir können in gewissem Sinn die Güte einer Person sehen. Wir können vielleicht auch die Fröhlichkeit, die Trauer sehen, vielleicht auch die Bitterkeit. Die Bitterkeit sieht man besonders gut bei den Menschen. Also es ist jetzt nicht, bei euch sehe ich sie nicht. Aber man kann die Bitterkeit gut sehen, weil sie sich so stark einprägt, auch in Gesichtszügen. Die Freude auch, also wenn man so wie Fernandel in Frankreich, ich weiß nicht, ob Sie kennen, Schauspieler. Ja, Don Camillo, ja. Ja, ich erinnere mich auch im Militär, als ich Militärdienst leistete, beim Exerzieren zum Beispiel, da ist man ja in einer Masse und alle sind so stramm und gerade. Und auch wenn man da steht, ist man sich selber doch ganz sicher, dass man eben nicht gleich ist wie die Soldaten links und rechts von einem. Es ist diese Überzeugung, etwas Einzigartiges zu sein, ja, und nicht reduzierbar auf irgendeinen allgemeinen Typus von Person. Und auch in der Gemeinschaft ist es ja sehr deutlich, dass wir doch auch äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit haben mit dem Ordenskleid, dass wir vielleicht auch eine ähnliche Ausbildung haben, viele Ähnlichkeiten, aber doch auch große Verschiedenheiten. Und wenn man, also vor allem in der eigenen Gemeinschaft merkt man das natürlich sehr gut, wie verschieden wir untereinander sind. Und es ist eigentlich schön zu sehen, wie diese Verschiedenheiten eine Einheit bilden. Also nicht Einheit aus Uniformität, sondern Einheit durch die Komplementarität unserer Verschiedenheiten. Ja, wie unsere Unterschiede sich harmoniös in einem Ganzen zusammenfinden. Mit Edith Stein können wir nun eine ganz grundlegende Frage stellen. Was macht eigentlich die Individualität oder die Einzigartigkeit einer menschlichen Person aus? Und was mich fasziniert bei ihr, ist, dass sie sich schon lange vor ihrer Taufe diese Frage gestellt hat. Und das war eine ihrer Schlüsselfragen, könnte man sagen.
Was macht unsere Individualität aus? Also man sagt ja immer wieder, dass sich Edith Stein vor allem für die menschliche Person interessiert hat. Und ich glaube, innerhalb dieser sehr großen Frage, was ist die menschliche Person, da gehört unglaublich viel dazu. Da kristallisiert sich diese Frage nach der Individualität heraus, die hat sie wirklich interessiert. Ja. Also zuerst möchte ich vor allem in ihrer Dissertation zum Problem der Einfühlung, die hat sie 1916 verteidigt, ein Jahr später wurde sie dann veröffentlicht. Sie umfasste 7 Teile, aber nur 3 Teile sind davon erhalten, weil während des Ersten Weltkriegs war so starker Papiermangel, dass sie die anderen Teile nicht drucken konnte. Also wir haben eigentlich nur 3 Teile über diese Einfühlungsakte. Was ist Einfühlung? Und da stellt sie sich auch die Frage, wie Anlage, also was wir selber sind, und Umwelt, also eben alle Einflüsse, die auf uns wirken, wie das zusammenspielt in der Entwicklung einer Person. Ja, eben an diesen Umständen, das haben wir bereits vorher in der Einleitung kurz erwähnt, da gibt es die Familie, das Milieu, die Kultur, unsere Religion. Unsere Geschichten sind notwendigerweise individuell. Es ist undenkbar, dass 2 Menschen genau die gleiche Geschichte haben. Nur schon der verschiedene Standpunkt, also der verschiedene Raum, bewirkt leicht verschiedene Erlebnisse und Eindrücke. Also es ist völlig undenkbar, dass sich 2 Personen genau identisch entwickeln. Und in diesem Sinne ist eben Individualität eine Banalität. Also es ist gar nicht anders denkbar, als dass sich Personen verschieden entwickeln. Aber das ist ja in der Meinung Edith Steins und ich denke auch unserer Karmelheiligen nicht der einzige Punkt. Wir sind keine Tabula rasa. Also wir sind nicht einfach eine unbeschriebene Tafel und dann werden alle Umwelteinflüsse, das wäre dann die Schrift auf dieser Tafel und diese Einflüsse würden uns vollständig determinieren. Es ist mehr so in der Auffassung Edith Steins, dass wir eben eine Art Siegel haben, das Siegel unserer Individualität, das dann eben auch von innen her die Entwicklung leitet oder in Wechselwirkung mit den Umwelteinflüssen eintritt. Und interessant ist es zum Beispiel bei Kleinkindern. Ich glaube, Mütter merken ziemlich gut, dass ihre Kinder, wenn sie mehrere Kinder haben, nicht identisch sind. Also ich frage jetzt jeweils, wenn ich Mütter treffe, ob sie das mir bestätigen können oder aber ich habe das schon mehrmals jetzt gehört, dass eben Kinder anders reagieren und diese verschiedenartige Reaktion ist eben darauf zurückzuführen, vor allem eben bei Kleinkindern, wo die Umwelteinflüsse noch sehr gering sind, dass sie eben von innen her schon anders sind. Und in einer spirituellen Perspektive können wir sagen, dass sie eben von Gott her anders sind, dass Gott sie so geschaffen hat. Ja, in ihrer Dissertation braucht Edith Stein ein Wort, das diese Individualität ausdrücken soll, Kern der Person. Der Kern der Person. Und sie braucht dann ein Beispiel, eine Überlegung, die sagen soll, wie die Person oder dieser Kern der Person unabhängig ist von den Umwelteinflüssen. Oder auch wenn die Umwelteinflüsse anders wären, bleibt doch in der Person etwas identisch. Eben dieser Kern, der sich nicht ändert.
ja, außer es gibt dann eine Ausnahme, das sehen wir noch. Ich zitiere aus der Einführungsschrift: Ich kann mir Cäsar statt in Rom in einem Dorf und kann ihn mir ins 20. Jahrhundert versetzt denken. Sicherlich würde seine historisch feststehende Individualität dann manche Änderungen erfahren. Sicher wird er Cäsar bleiben. Das kommt Ihnen vielleicht spanisch vor. Also was haben wir mit Cäsar zu tun und Cäsar in Gallien oder Cäsar heute? Was soll das? Aber hier geht es wahrscheinlich einfach um diese, wie die Phänomenologen sagen würden, um eine eidetische Variation. Das heißt, das bedeutet, also das war ja Edith Steins Grundausbildung bei Edmund Husserl in Göttingen, dem Phänomenologen, Vater der Phänomenologen. Und eine eidetische Variation bedeutet, dass man eben verschiedene andere Möglichkeiten in Betracht zieht. Zum Beispiel, ist Cäsar immer noch Cäsar, wenn er in einem anderen Jahrhundert lebt? Oder ist er immer noch Cäsar, wenn er an einem anderen Ort ist? Und das Ziel dieser verschiedenen Möglichkeitserwägungen ist eigentlich, das Wesentliche festzuhalten. Und Ihre Antwort ist, auch wenn diese Einflüsse ändern, also nehmen wir ein Beispiel. Wenn ich statt Edith Stein Teresa von Avila untersucht hätte, dann wäre ich heute vielleicht nicht hier. Oder dann wäre ich hier, aber ich würde über etwas anderes sprechen. Und ich kann mir viele solche Änderungen in meinem Leben vorstellen und trotzdem, wenn ich mich frage, ich wäre trotzdem ich in einem gewissen Sinn, auch wenn etwas anders geworden wäre. Es gibt etwas Wesentliches in mir, das nicht von diesen Umwelteinflüssen abhängt. Es ist so ein Gedankenspiel. Also das Ziel dieses Gedankenspiels ist natürlich nicht solche hypothetischen, ja, wenn ich doch das gemacht hätte. Im spirituellen Sinn geht es mehr um das Vorwärtsschauen, wie im Philipperbrief, auf das Ziel gerichtet sein und nicht, wenn doch das und das passiert wäre. Aber für diese philosophische Fragestellung ist es eben wichtig, dass wir auch, ja. Das ist ein Wort, das Husserl, also Eidos ist das Substantiv, das griechische Wort, das Husserl für Wesen verwendet. Also eine Wesensanschauung oder Wesensvariation, sagt man auch. Ja. Das Wort Wesen ist sehr belastet in der Philosophiegeschichte und darum hat Husserl das Wort Eidos verwendet. Um damit seinen eigenen Sinn da, ja, diesem, also es geht eigentlich um das Wesentliche im Gegensatz zum Akzidentellen, also vielleicht ist die scholastische Ausbildung hier präsenter, also das Hinzukommende im Gegensatz zum Wesentlichen. Und diese Variationen haben das Ziel, das Wesentliche herauszustellen, zum Beispiel in einer Person. Der Kern der Person. Ja. EI schreibt mir. EI. Ja. Ja. So, ich glaube, ich gehe da mal ein wenig weiter. Also, was dann erstaunlich ist bei Edith Stein, und das nimmt man nicht immer in Betracht, bereits etwa 3 Jahre vor ihrer Taufe hat sie die Möglichkeit eines Eingreifens Gottes in unseren Wesenskern in Betracht gezogen. Und das sagt sie sehr deutlich in einem Text, das Individuum und Gemeinschaft heißt dieser Text. Das war ein Text für das Husserl-Jahrbuch in Göttingen und Freiburg, München verfasst. Und sie sagt da, also
wenn in dieser Sphäre, in der Sphäre des Kerns der Person eben, in diesem Wesentlichen der Person, ein Wandel eintritt, so ist er nicht das Ergebnis einer Entwicklung durch Umwelteinflüsse, sondern als Verwandlung durch eine jenseitige Macht anzusehen. Das heißt, eine außerhalb der Person und aller natürlichen Zusammenhänge, in die sie verflochten ist, gelegene. Wenn sich dieser Personenkern wandelt, dann nicht aufgrund von Umwelteinflüssen, sondern höchstens aufgrund einer jenseitigen Macht, aufgrund von Gott. Hier braucht sie das Wort noch nicht, aber die Realität ist schon sehr präsent. Ja. In der Dissertation bezeichnet sie mit der Individualität des Personenkerns mehr eine typische Veranlagung. Das ist interessant. Also es geht darum zu sehen, wie wir, also wie verschiedene Anlagen verschiedene Grade aufweisen in uns. Und in dieser Verschiedenheit kommt etwas Einzigartiges zum Vorschein. Also es ist noch keine Einzigartigkeit im starken Sinn, das kommt dann erst später bei ihr. Es geht mehr um etwas Typisches. Ja. Und ich möchte da wieder ein Zitat vorlesen in ihrer Dissertation. Mit der Typenhaftigkeit der personalen Struktur steht nicht im Widerspruch, dass jedes Individuum und jedes seiner konkreten Erlebnisse ein schlechthin einmaliges ist, weil der Gehalt mehrerer Bewusstseinsströme prinzipiell nicht gleich sein kann. Ja. Also, Typenhaftigkeit der personalen Struktur, das bedeutet, es gibt verschiedene Anlagen, die wir haben. Sinnliche Anlagen, intellektuelle Anlagen, Anlagen im Gemüt, im Fühlen, auch Willensveranlagung. Und Ihre Meinung ganz zu Beginn ist einfach zu sagen, dass das sind so wie gerade, also es gibt eine einzigartige Kurve, dass einfach jeder Mensch ein verschiedenes Anteil an Teilhabe an diesen verschiedenen Anlagen hat. Und aus diesem individuellen Teilhabe könnte man dann die Einzigartigkeit erklären. Aber es ist noch nichts schlechthin Einzigartiges. Das kommt nämlich erst später, etwa ein Jahr später. Also es ist, für mich persönlich ist es interessant zu sehen, wie die junge Edith Stein sich so langsam an das Geheimnis der Person herantastet. Am Anfang kommt eben eine gewisse Typenhaftigkeit, wird damit der Individualität in Zusammenhang gebracht. Und dann in den späteren Schriften ist es etwas wirklich schlechthin Einmaliges. Und das möchten wir jetzt kurz sehen, also in der Schrift Einführung in die Philosophie. Und die wurde bereits etwa 1916, 17 begonnen, also kurz nach ihrer Doktorarbeit. Ja, gut, es gibt da viele terminologische Verschiebungen, aber ich möchte mich jetzt nicht darauf einlassen, das wird sonst, ja, das bringt vielleicht nicht besonders viel. Sie sagt in dieser Schrift, der Charakter einer Person, also mit Charakter sind eben diese verschiedenen Veranlagungen gemeint. Der Charakter einer Person, die sich dann natürlich verändern, also die sich entwickeln, der Charakter entwickelt sich, erschöpft sich nicht darin, Vereinzelung des Typus zu sein, sondern weist in seiner Gesamtheit wie in einzelnen Eigenschaften und Erlebnissen eine individuelle Note auf. Also jetzt kommt das Wort individuelle Note.
Und diese individuelle Note, die die ganze Person färbt oder eben bestimmt in einem gewissen Sinn, diese individuelle Note ist etwas schlechthin Einmaliges. Schreibt sie das selber so oder ist das jetzt Kommentar? Es ist jetzt Kommentar, aber bis zur individuellen Note ist Edith Stein. Und sie kommt dann, ja. Sie kommt dann darauf zu sprechen, auch in dieser Schrift, diese individuelle Note ist verschieden stark ausgeprägt. Es gibt in Anführungszeichen Durchschnittsmenschen, der typische Österreicher, der typische Schweizer, der Schweizer Bünzli-Bürger, wie wir sagen. Es gibt Sachen, die man nicht macht, oder es gibt Sachen, die jeder Mann tut, oder jede Frau tut, kann man nicht sagen. Und es gibt im Gegenteil Personen, die eine sehr starke Individualität haben, die Persönlichkeiten sind. Persönlichkeiten, also Teresa von Avila zum Beispiel war eine Persönlichkeit, eine starke individuelle Note. Ja, und dazu sagt sie, und ist die Eigenart der Person so stark, dass das Typische dahinter verschwindet, so nennt man sie eine Persönlichkeit und spricht ihr einen ausgeprägten Charakter zu. Und interessanterweise spricht Edith Stein dann nicht mehr vom Kern der Person, das ist jetzt eine terminologische Feststellung, sondern vom Kern der Persönlichkeit. Und in dieser kleinen Verschiebung vom Kern der Person zu Kern der Persönlichkeit kommt zum Ausdruck, dass sie etwas schlechthin Einmaliges in der Person festgestellt hat. So in diesen Jahren, als sie so auf der Suche war nach was ist der Mensch, was ist die menschliche Person, hat sie etwas erkennen müssen, was sie dann eben individuelle oder auch persönliche Note nennt. Und diese persönliche Note, das ist nicht Intelligenz oder so. Also es hat nichts mit Intelligenzquotient zu tun, der verschieden ist oder so. Es hat etwas mit dem Gemüt zu tun. Mit dem Verhalten zu werten. Und das ist ein Thema, das den Phänomenologen damals sehr am Herzen lag. Wie erfassen wir Werte? Also Werte sind religiöse Werte, sind ethische Werte, ästhetische Werte, sind auch personale Werte eben. Also ganz eine richtige Wertlehre. Max Scheler, das war einer dieser Phänomenologen, der eine solche Wertlehre auszuführen versuchte. Und ich habe eine Frage, wie ist das der Kern der Person bei Kern der Persönlichkeit? Ist das jetzt nicht auch der Kern von mir, oder ist das jetzt... Kern der Person, das ist das Wort, das Edith Stein vor allem in der Einführungsschrift benutzt. Und Kern der Persönlichkeit benutzt sie dann in der Einführung in die Philosophie, also etwas später. Und es bezeichnet dasselbe, aber mit einer Nuance. Und das ist schon meine Interpretation, aber ich denke, man kann das an den Texten zeigen. Und die Nuance ist, dass Person zu Beginn etwas eher Typenhaftes hat. Also ein individuelles Teilhabe an etwas Typischem. Also eigentlich so die Zuteilung der Personen zu verschiedenen Typen. Ich weiß auch nicht, der Choleriker oder also die Temperamente, wie man sie kennt. Und dann später, wenn sie vom Kern der Persönlichkeit spricht, dann geht es wirklich um etwas absolut Einmaliges. Persönlichkeit, da ist der Akzent stärker auf die Individualität, diese einzigartige Individualität gerichtet. Ja, ist eine kleine Verschiebung, aber sie sagt etwas über den Weg Edith Steins aus in diesen Jahren. Ja. Und diese Annahme, dass eben unsere
persönliche Note oder individuelle Note etwas Einmaliges ist, hat natürlich auch für das innere Leben eine große Bedeutung. Man sagt manchmal, dass zwei Heilige sich nicht gleichen. Jeder Heilige ist etwas Besonderes. Es gibt nicht einen Typus Heiliger. Also es gibt nicht einfach das Modell Heiliger und dann müssten alle Heiligen in dieses Modell passen. Und das ist eben dadurch zu erklären, dass bei den heiligen Personen ihre persönliche Note, ihre individuelle Note aufblüht und dass sie eigentlich gar nicht anders als einmalig sein können, dass Heiligkeit sich in jeder Person einmalig, einzigartig ausdrücken muss. Das ist unglaublich wichtig, auch wenn wir von Nachfolge Christi oder sprechen. Es kann nicht sein, dass einfach Nachfolge ist im Sinne von einer Mimetik oder genau imitieren, sondern das, was Gott in uns gelegt hat, zur natürlichen und übernatürlichen vor allem Entfaltung bringen. Durch die Gnade. Die Gnade in uns dieses Werk vollbringen lassen. Ich nehme jetzt nur noch ein Zitat, welches das zusammenfasst in der Schrift Individuum und Gemeinschaft, die wir schon einmal kurz erwähnt haben, wo sie eben von dieser individuellen Note spricht und sagt, es ist etwas schlechthin Individuelles, Unauflösliches und Unnennbares. Die individuelle Note ist etwas schlechthin Individuelles, Unauflösliches und Unnennbares. Das Unnennbare ist auch ganz wichtig, weil wenn wir etwas benennen, dann brauchen wir meistens Worte, die einen allgemeinen Sinn haben. Zum Beispiel, ich kann Baum, das ist ein Wort, das ich für tausende von Gegenständen benutzen kann. Oder auch, die meisten auch Qualitäten, zum Beispiel weiß oder gütig oder auch nett, traurig, das sind Worte, die man für viele verschiedene Situationen und Gegenstände oder Personen benutzen kann. Und wenn es um das ganz Individuelle geht, dann kann man nur noch einen Eigennamen benutzen. Ein Eigennamen ist eigentlich ein Wort, das nur für etwas, also einen einzigen Gegenstand zutrifft. Also zum Beispiel Edith Stein trifft nur auf eine Person zu. Und wenn es noch andere Edith Steins gibt, dann muss man das präzisieren, bis man einfach nur noch eine Person damit meint. Und in dieser persönlichen Note, da haben wir eben kein Wort dafür, wir könnten zum Beispiel sagen, persönliche Note oder individuelle Note von dieser Person. Aber wir können das nicht ausdrücken. Wir können es eben nicht mit allgemeinen Begriffen nennen, weil es ja etwas Individuelles ist. Also ich möchte jetzt in einem etwas kürzeren zweiten Teil darauf eingehen, wie die Theorie Edith Steins der persönlichen Individualität auch wichtig ist für unser inneres Leben und warum. Und wie sie später, also das ist auch erstaunlich, ich habe jetzt vor allem von Frühwerken gesprochen, aber dieses Interesse für diese Frage, das ist später geblieben. Und was neu ist, ist einfach, dass sie es mit theologischen Argumenten in Beziehung setzt. Und die zwei wichtigsten
Punkte sind eigentlich, dass diese Individualität Abbild Gottes ist. Also es ist die Glaubensaussage, dass wir als Abbild Gottes geschaffen sind. Im ersten Kapitel der Genesis. Wir sind Abbild Gottes. Und der zweite Punkt ist mehr von Paulus, vom heiligen Paulus, das Bild des Leibes. Wir sind ein Leib durch unsere Verschiedenheit und unsere Einzigartigkeit ist komplementär im Leib. Ja. Sie wird dann immer mehr auch wird sich immer mehr bewusst, dass wir aus unseren eigenen Kräften diese Individualität gar nicht zu erfassen vermögen. Also die Frage, wie erkennen wir unsere Individualität, das ist eine so schwierige Frage. Und sie sagt sogar, wenn wir uns nur darum bemühen, uns selber kennenzulernen, dann bewirkt das eher das Gegenteil. Also es bewirkt gar nicht. Es ist eine übertriebene Auseinandersetzung mit uns selber, die keine Frucht trägt. Die Selbsterkenntnis hängt von der Gotteserkenntnis ab. Es gibt, meint Edith Stein, eine gewisse Selbsterkenntnis auf einer rein psychologischen Ebene. Und das befürwortet sie, also ich denke, das hat sie auch aus ihrem Studium so ersehen. Es gibt eine Möglichkeit, sich selber kennenzulernen, auf einer natürlichen Basis, aber sobald es um eine Erkenntnis des Innersten geht, sind wir rein natürlich nicht mehr dazu fähig. Und in diesem Sinn ist ihr Interesse für die großen Mystiker auch kein Zufall, weil es eben den Mystikern gegeben ist, durch Gottes Gnade in ihre Tiefen hinabzusteigen und sie und Gott und dadurch auch sich selbst, weil man Gott eben im Innersten trifft, Gott und sich selbst kennenzulernen. Ja. Ich möchte einen kurzen Text, also um zu zeigen, dass Edith Stein eigentlich damit gar nicht allein ist, mit dieser Auffassung oder dieser starken Auffassung der personalen Individualität, dass sie nicht allein ist, ein Beispiel nehmen, aus dem Karmel, Thérèse de l'Enfant Jésus, die kleine Therese von Lisieux. Und sie wurde ja gegen Ende ihres Lebens Novizenmeisterin. Also sie wurde nicht so genannt, weil sie war ja nicht Chorschwester, sondern sie wurde einfach beauftragt, sich um die Novizen zu kümmern. Und sie schreibt im Manuskript, im autobiografischen Manuskript C, in Bezug eben auf die Schwestern, die ihr anvertraut waren, zunächst sah ich, dass alle Seelen ungefähr die gleichen Kämpfe haben. Also Anmerkung, hier kommt eben die Ähnlichkeit zum Ausdruck. Aber andererseits so verschieden sind, dass ich ohne Mühe verstehe, was Pater Pichon sagte. Das ist ein Jesuit, glaube ich, der die Exerzitien im Karmel gepredigt hat. Was Pater Pichon sagte, die Verschiedenheit der Seelen ist noch weit größer als die der Gesichter. Darum ist es auch unmöglich, sich gegen alle gleich zu verhalten. Die kleine Therese hat ja keine philosophischen Studien unternommen und doch hatte sie ein so klares Verständnis oder eine Intuition der Verschiedenheit der Schwestern. Und sie hat, ich glaube, auch dann eben in ihrem Umgang mit den Schwestern verstanden, dass man sich dieser Individualität anpassen muss, auch in der Ausbildung. Und ich denke, das ist auch
ja, auch bei uns in der Ordensausbildung noch heute so, dass es gibt sicher eben diese Ähnlichkeiten und es gibt auch den Rhythmus im Kloster, der gleiche Gebetsrhythmus in etwa. Vielleicht sind sogar auch da kleinere Ausnahmen nötig teilweise in Gemeinschaften, es kommt darauf an. Aber also wenn auch der Rhythmus und der Rahmen derselbe ist, so ist doch die Entwicklung des Bruders, jeder Schwester verschieden. Und entspricht eben dieser inneren Verschiedenheit, die uns von Gott geschenkt ist. Es gibt eine Glaubensaussage, die wir vielleicht nicht so gut verstehen. Es ist der Glaube, dass Gott unsere Geistseele direkt bei der Empfängnis schafft. Ich erinnere mich noch, als ich etwa 20 war beim Studium, also als wir über dieses Thema gesprochen haben, da war ich sehr erstaunt, aber ja, es sind doch die Eltern, also ich, ja, die Eltern haben mich empfangen und eigentlich hängt das alles von meinen Eltern ab. Und ich glaube eben dieser Glaube, dass Gott unsere Geistseele bei der Empfängnis schafft, sagt etwas auch über diese Individualität aus. Gott würde nicht zwei identische Seelen schaffen. Es ist so wie, unsere Seele ist wie ein Strahl der göttlichen Würde und Größe. Und in unserer Verschiedenheit ergänzen wir uns, sind wir die verschiedenen Strahlen der Sonne Gottes. Ja, dass Sie nicht meinen, dass diese Frage der Individualität nichts mit dem Karmel und nichts mit unserem Glauben, auch der Bibel zu tun hat, möchte ich noch zwei biblische Zeugnisse anführen. In der Bibel spricht man häufig vom Namen. Und der Name hat etwas mit dieser Individualität zu tun, glaube ich. Das erste Beispiel aus dem Johannesevangelium, wo der auferstandene Jesus Maria Magdalena erscheint. Zunächst hält sie Jesus für den Gärtner und ist erst in dem Augenblick, wo er sie bei ihrem Namen nennt, erst in diesem Augenblick erkennt sie Jesus. Und wir könnten vielleicht jetzt hinzufügen, sich selber in Jesus und durch Jesus. Das ist im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 16. Jesus sagte zu ihr, Maria. Da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt Meister. Jesus offenbart, indem er Maria beim Namen nennt, wer sie für ihn ist und wer er für sie ist. Es ist eine biblische Art und Weise zu sagen, wie Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis zusammenspielen. Die zweite Stelle aus der Apokalypse, die Nachricht, die Johannes unter der Inspiration des Geistes an den Engel der Kirche von Pergamon schreibt, Apokalypse 2,17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem werde ich einen weißen Stein geben. Und auf dem Stein steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn empfängt. Es ist nicht erstaunlich, dass Edith Stein gerade diesen Text benutzt und kommentiert in ihrem Hauptwerk Endliches und Ewiges Sein. Und das möchte ich jetzt als abschließendes Zitat noch vorlesen. Sollte jener Name nicht ein Eigenname im vollen Sinn des Wortes sein, der das innerste Wesen des Empfängers ausspricht und ihm das in Gott verborgene Geheimnis seines Seins aufschließt?